Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück nach einem kurzen Schnitt und ich kommentiere das Ganze nur so, stellt euch mal vor, sagen wir es wie es ist, es lässt sich nicht umschreiben, ich tippe hier mal eben kurz TBM zockt ein und wir gehen auch gleich zum nächsten Level über. Ich habe jetzt natürlich absolut nicht mehr die Zeit im Kopf, dementsprechend das wäre Großereignis. Und, gestern hatte ich das Problem, ihr kennt das vielleicht, ihr trinkt ein paar Liter Getränk, muss jetzt nicht Wasser sein, kann auch irgendeine Limonade sein, und dann habt ihr das Problem, dass in halbe Stunde irgendwo sitzt, beziehungsweise in meinem Fall eine Stunde 30 und plötzlich merkt, da muss irgendwas wieder raus. Ihr könnt euch vorstellen, wie erleichtert ich war, als ich quasi unter großer Eile entsprechende Maßnahmen getroffen hatte und dann endlich laufen lassen konnte. Gut. Genug von meiner Toilettengeschichte. Machen wir weiter bei Bus Driver mit dem sogenannten Großereignis. Heute findet in der Old Town Bells School ein Konzert statt, bei dem Schüler aus der ganzen Stadt anwesend sein werden. Holen Sie die Kinder und ihre Lehrer in den Vororten ab und bringen Sie sie sicher ins Zentrum der Old Town. Fahren Sie im dichten Rush-Hour-Verkehr aber besonders vorsichtig. Wem sagst du das? Ich bin der Bus pünktlich gleich Fahrgäste zufrieden. Ja. Joypad ist ausgegangen. Ich weiß immer nicht, wohin ich blinken soll, wenn ich hier abbiege. So, dann fahren wir mal mit dem Schulbus. Ja, nee, ist klar. Wie soll ich denn jetzt schon... Achso, Controller, ja klar. Ist das ein Schüler oder ein Lehrer? Ich hoffe, das ist ein Schüler. Ja, wegen einem... Ehrlich jetzt? Ich hoffe, da steigen noch ein paar... Wie jetzt? Zwei im Bus? Da stand aber nur einer an der Haltestelle. Okay, ich frage nicht weiter. Juhu, das nenne ich mal grüne Welle. Nicht umschalten, nicht umschalten, nicht umschalten. Mal sehen. Eriff. Kid Running Late, Leatherhead, Slate Green, Biggin Hill, Sunshine Hotel und Lambeth. Kid Running Late? Wie jetzt? Das Kind kommt zu spät, heißt die nächste Haltestelle. Und warum ruckelt das hier so? Okay. Das Kind ist nicht direkt an der Haltestelle. Warum steht das Kind nicht an der Haltestelle? Kid Running Late. Nächste Haltestelle, Kid Running Late. So ein kleiner Gag der Entwickler, oder? Oder was? Ein kleiner Gag der Programmierer, was? So sind wir, hey, lass uns das Kind einfach hinter der Bushaltestelle hinstellen und es Kid Running Late nennen. Das checkt bestimmt keiner, der das übersetzt. Ja, gut. Immerhin kriege ich 100 Punkte wieder für die korrekte Wechselung der Fahrspur. So. Ich sammle jetzt nur Leute ein, oder? So. Yeah. Da hinten ist die nächste Haltestelle. Oh, hier sind da mal ein paar schnieke Lehrerinnen dabei. Nicht so das, was ich so an Lehrerinnen in meinem Leben hatte. Die waren nämlich alle nahe der Rente und dementsprechend nicht mehr so
Ich weiß nicht, habt ihr heute, also für die Leute, die hier zugucken und noch eine Lehrerin haben, die quasi im heiratsfähigen Alter ist, habt ihr Lehrerinnen, die attraktiver sind? Also so Lehrerinnen, wo man denkt so, na? Na, Miss Hoover? Können Sie genauso wie der Staubsauger? Ja, jetzt bin ich bei Rot rübergerollt. Ja. Oh, entschuldigen Sie, Miss Vorwerk. Mhm. Haben Sie irgendwas gemein mit dem gleichnamigen Staubsauger? Oh nein, irgend so ein komischer, dicker Lehrer. Alter, was ist denn das für ein Verkehr hier? Okay, schalt um, schalt um, schalt um, schalt um, schalt um, schalt um. Gut. Diese Flammen da auf dem Plakat. Die machen mich ganz heiß. Ah, die da ist doch heiß, oder? Habe ich das richtig gesehen? War das eine heiße Lehrerin? Miss Lambeth heißt die wahrscheinlich. Hallo, Miss Lambeth. Oh nein, 6 Minuten Fahrt? Naja, kommen Sie mal her, Miss Lambeth. Hier ist noch ein Platz frei auf meinem Schoß. Ja. Müsst ihr echt mal machen, den Spruch bringen zu einem Mädchen, wenn sie sich suchend umguckt nach einem Platz, auf deinen Schoß zeigen und sagen, hier ist noch ein Plätzchen frei, warm und kuschelig. Aber stör dich nicht an der Stange. Ich kann dir ein Kissen drauflegen. Mhm. Fahr schon wieder so still und schweigend hier durch die Gegend. Ja, ja, nicht in der Spur. Alter, ich zeig dir gleich meine Spur. Eine Schleifspur aus Blut. Wenn ich dich nehme und deinen Kopf. Jetzt ist sowieso egal. X. Ich wollte gerade sagen, wo fährt der Autofahrer denn hin? Was war das gerade? Ich hoffe, diese Ruckeleien sind in der späteren Aufnahme nicht so stark vertreten wie jetzt hier während ich spiele. Also, hoffe. Weil das Videokodieren im Hintergrund müsste fertig sein. Und ich kann mir das sonst nicht erklären, außer dass immer, wenn der Rechner irgendwie von der SSD nachlädt, dass er dann meint, jo, dann ruckel ich mal. Ich habe keine Ahnung, was der Rechner hat. Es hat irgendwann nach irgendwelchen hundertsten Windows-Updates angefangen, dass die Performance so in den Keller gegangen ist, wenn er nachlädt. Weil ich mache hier doch gar nichts. So. Bleib stehen. Okay, kein Pfeil, der im Grün zeigt. Grüne Welle. Na, ja, sieht ziemlich gelb aus. Ah, da hinten ist schon wieder rot. Können wir das mal umschalten, bis ich da bin? Immer diese parkenden Autos. Können die nicht woanders parken? Guckt ihr euch doch mal diesen kilometerbreiten Bürgersteig an. Da können die doch mal parken, oder? Und immer muss ich dieses dämlichen Bildschirmschoner da wegmachen. Sind leider nicht anders, Leute. Was? Strafe? Wofür das denn? Türen abseits einer Haltestelle geöffnet? Hä?
Quatsch. Hab ich nicht. Ich hab nicht Start gedrückt. Immerhin Bonuspunkte fürs Verkehrsregeln beachten. Mal sehen, noch 20 GB frei auf der Aufnahmefestplatte. Aufnahme läuft auch noch. Alter, das gibt's ja nicht. Schnauze. Ey, du Wichser! Was sollte das? Hast du gesehen, dass ich da fahre? Kannst du mir nicht einfach Gas geben? Flachpfeife. Echt jetzt? Kann er wohl nicht angehen? Habt ihr das gesehen? Der hat mich geschnitten! Von hinten! Okay. Hier muss ich nicht abbiegen. Hä? Huh? Kommen wir denn da? Achso, nächste abbiegen. Leck mich. Ich will das jetzt endlich beenden. Vor allen Dingen habe ich so geheizt, dass ich im Endeffekt sogar zu früh da bin. Jo, 20 Sekunden zu früh. Und da sagt man immer, Männer kommen immer... Nee, Moment. Frauen kommen zu spät, Männer kommen zu früh. Gut. Das war jetzt... Pünktlichkeit, 100%. Dafür kriege ich 1000 Punkte und... das gleicht die Strafe fast wieder aus. So. Da würde ich mal sagen, das war doch schön. Und wir tun uns dann morgen wiedersehen. Ich sage tschüss. Tschüss.